ist ein Zahlenspiel. 164 töten, um 70.000 zu retten. Herzlich willkommen nochmal, Florian David Fitz. Man muss unbedingt noch dazu sagen, dass es deshalb ein Fernsehereignis ist, weil nicht nur dieser Film gezeigt wird, sondern es gibt quasi kein Ende. Der Zuschauer entscheidet dann tatsächlich per Abstimmung, Handy, Telefon, wie auch immer, ob schuldig oder nicht schuldig. Es wurden zwei verschiedene Enden aufgezeichnet und je nachdem, wie die Zuschauer entscheiden, geht dann der Film zu Ende. Noch abgerundet durch Frank Plasberg, der auch einen Talk dazu macht. Mit welchem Abstimmungsergebnis der Fernsehzuschauer rechnest du? Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt vorwegnehmen soll. Ich glaube, das ist auch gar nicht so... Doch, sag mal, was glaubst du? Ja. Es gibt halt Erfahrungen mit dem Theaterstück. Das kann man auch auf der Homepage nachschauen. Da wird er mehrheitlich freigesprochen. Ich glaube, 60 zu 40. Okay. Und das kann natürlich jetzt sein, dass das anders läuft beim Fernsehen. Aber kann auch sein, dass es genauso läuft. Ja. Mhm. Herr Schneider, wie würden Sie das sehen? Darf ein Luftwaffenpilot 164 Menschen opfern, um 70.000 zu retten, wenn er nicht den Befehl dazu bekommt? Ich traue mir diese Antwort nicht zu, bevor ich Ihnen etwas gesagt habe oder Ihnen erklärt habe, warum ich nicht zuständig bin. Also zunächst einmal sage ich, ich habe das gelesen, diesen Theatertext, der ist gigantisch. Mhm. Das ist ein so gescheites und fesselndes und gebautes und durchdachtes und auch vom moralischen Anspruch her großartiges Werk. Aber, wie ich schon angedeutet habe, ist mir schon ein Mensch verdächtig, der freiwillig zu einem Heer geht. Wenn er jetzt dort noch eine große Karriere anstrebt und ein Führungsoffizier wird, ein exponierter Führungsoffizier, muss er meiner Meinung nach schon verhaftet werden wegen Störung der öffentlichen Sicherheit. Okay. Insofern bin ich also wirklich nicht zurechnungsfähig, was das angeht. Aber Herr Schneider, dann mache ich es anders. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie stehen an einer Gleisanlage. Ja? Zwei Gleise. Es kommt ein Zug und dieser Zug ist außer Kontrolle. Sie stehen an der Gleisanlage, können die Gleise bedienen. Und dieser Zug droht jetzt, weil er außer Kontrolle ist, in ein Bahnhofsgebäude zu rasen, wo wirklich Tausende von Menschen zu Tode kommen. Das andere Gleis, was Sie umstellen könnten mit einer Handbewegung, da stehen drei Arbeiter drauf, die gerade Gleisarbeiten vollziehen. Würden Sie das Gleis umlegen? Würden Sie die drei opfern, um Tausende zu retten, ohne dass Sie Soldat sind? Ich bin nicht imstande, eine Was-wäre-wenn-Frage zu beantworten. Das kann man nur, wenn man die Situation erlebt hat. Gut, ich will aber dann zurückkommen zu der Vorlage. Mir ging es so, ich meine, es ist nicht nur ein großartiges Stück in der Schriftform von Ferdinand von Schirach, sondern auch diese Verfilmung jetzt. Offenbar. Mit einem fantastischen, mit einer fantastischen schauspielerischen Leistung. Und Lars Eidinger, Florian David Fitz, Burkhard Klausner, Martina Gedeck als Staatsanwältin. Mir ging es so, ich war eine Viertelstunde bei ihm im Film, also bei dem Major Koch, und ich war eine Viertelstunde bei der Staatsanwältin. Das fand ich auch so faszinierend. Es ist nicht so leicht zu beantworten. Weil es fehlen immer wieder Informationen. Es kommen immer wieder Sachen. Wie ging es Ihnen denn selber? Na, ich glaube, der Schirach macht das sehr geschickt, weil wir haben alle eine Meinung dazu. Ich glaube, bevor man überhaupt irgendwas gesehen hat, jeder hier hat jetzt sofort eigentlich eine Meinung dazu, was dieses Verhältnis, also man muss das eigentlich gegeneinander aufrechnen, wenn man sagt, also wenn ich auf der einen Seite diese kleine Gruppe habe oder auf der anderen Seite die große, dann werde ich immer die große versuchen zu retten. Und was er dann macht, er packt einen und dann geht man rein und man wird fünfmal umfallen wahrscheinlich innerhalb dieses Filmes. Weil man wird so verunsichert durch genau solche Fragen, wenn man das dann immer weiterführt. Und mir ging es auch so, ich bin auch auf das umgefallen. Aber ehrlich gesagt, am Ende des Tages bleibt mir immer noch der Zweifel. Und man muss, glaube ich, auch dazu sagen, es ist ein Dilemma. Es bleibt ein Dilemma. Es bleibt ein Dilemma. Auch das ist so wahnsinnig interessant. Man geht von diesem Schwarz-Weiß aus und dann die Figur der Staatsanwältin, die bringt immer die Zwischentöne rein und sagt, ja, aber das ist noch gar nicht sicher gewesen, ob der wirklich ins Stadion reingekommen wäre. Zum Beispiel, also das ist nur eine Möglichkeit. Und das ist, was diesen Film so fesselnd macht, so spannend. Ja? Aber es gibt das... den alten Spruch im Zweifel für den Angeklagten
Und ich glaube, dass jeder Mensch, der sich darüber jetzt den Kopf zerbricht, zweifelt. Ja, aber er hat eindeutig gegen eine Anweisung verstoßen. Ja. Er hat selbstherrlich gehandelt. Also er ist sozusagen zweimal die Anweisung gekommen. Hat sich selbst zum Herrn über Leben und Tod gemacht. Man hat nach dem Zweiten Weltkrieg sehr viele Leute verurteilt, weil sie nicht, weil sie sich den Befehl nicht widersetzt haben. Das ist aber was Schirach aufgreift. Er sagt natürlich, das ist eine Kriegssituation. Und kommen wir jetzt nicht langsam auch in eine Kriegsdenke? Das ist das, was Schirach, glaube ich, anregen muss. Ihre Kritiker an. Wer sagt denn, dass das richtig ist, vom ethischen Standpunkt? Wer sagt das? Dass es richtig ist, was? Ja, dass man das nicht darf, dass man nicht aufrechnen darf. Wie ist es denn, wenn man die ganze Menschheit opfern müsste gegen einen? Wenn der eine stirbt, können alle anderen überleben. Das heißt, die ganze Menschheit würde aussterben, wenn man das nicht tun würde. Was ist denn dann? Ich muss jetzt einmal, also ich bin ja wie gesagt auch am Ende dieser Meinung, aber ich muss jetzt mal die Hand heben, weil das natürlich die schwerere Sache nachzuvollziehen ist, weil wir erst nach unserem Gefühl gehen und was das Verfassungsgericht gesagt hat. Ja, unsere Präambel ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das heißt nicht, dass sie unantastbar ist. Wir wissen, dass sie sehr antastbar ist, sondern wir wollen, dass sie unantastbar ist. Ich muss das auch einen Moment erklären, dass die rot-grüne Regierung 2005 hat als eine der letzten großen Maßnahmen dieses Gesetz, nach dem 11. September, als Folge, Spätfolge des 11. September gesagt, es ist im Extremfall möglich, so ein Flugzeug abzuschießen, wenn damit ein größeres Unglück verhindert werden kann. Und das Verfassungsgericht? Dieses Urteil wurde wieder kassiert. Und Verfassungsgericht hat gesagt, das ist verfassungswidrig, ne? Genau, verfassungswidrig, in Teilen weil verfassungswidrig. Weil man ein Leben nicht gegen andere aufrechnen darf. Und dann passierte Folgendes, dass zum Beispiel ein Minister sagte, es ist... Jung hat gesagt, er würde es trotzdem. Es ist trotzdem richtig. Und im Film, also in der Verfilmung, wird vermutet, dass Koch, also sie, es auch deswegen abschießen, weil Konsens in der Truppe besteht, man soll das machen. Ja. Gut, da reißt Schirach noch mal einen ganz anderen Themenkomplex an, neben dieser moralischen Frage, ja? ob nicht natürlich ein Militär in militärischen Optionen denkt. Ja. Obwohl wir gerade bei moralischen Fragen sind, würde ich gerne mal Wir haben die richtige Runde heute. Ja, bei uns gibt es diesen klassischen Fall, Risiko, Schwangerschaft, Geburt, Leben des Kindes retten, Leben der Mutter retten. Das haben wir auch schon eine Grenze da. Und da hat die Kirche eine sicher klare Sprache, das Leben der Mutter geht vor. Aber das trifft er hier nicht zu, weil diese 170 Menschen ja sowieso nicht überleben. Richtig. Ob wir es abschießen oder nicht abschießen, ob dieses Flugzeug jetzt in die Sportarena fliegt oder auf dem blanken Feld, wie 2001 eines dieser Flugzeuge von den Passagieren ja selber zum Absturz gebracht wurde, oder ob es der Lars Koch abschießt. Sie sterben sowieso. Insofern bin ich überzeugt, dass am Montag auf alle Fälle der Lars Koch von den Zuschauern freigesprochen wird. Aber wie würde die Kirche das sehen, wenn Lars Koch dann in den Beichtstuhl gehen würde? Hätte er Schuld auf sich geladen, weil er 164 Menschen umgebracht hat? Aber er hat 70.000 gerettet. Ja, aber er kann ja nicht schuldfrei bleiben in dieser Situation. Aber deswegen kommt er in den Beichtstuhl, weil diese Schuld ihn dahin treibt. Weil er nicht einfach mit dieser Schuld so leben kann. Weil er sich zum Richter über Leben und Tod gemacht hat. Und weil die Staatsanwältin bis zuletzt bezweifelt, ob es wirklich so hätte kommen müssen. Ich konnte aber auch nicht im Beichtstuhl sagen, nein, das passt jetzt schon wieder, jetzt war es da, jetzt ist es gut. Nein, sondern das haben wir genau an die Grenze angelangt, weil wir heute ja sagen, wer geht denn heute noch beichten? Das ist richtig. Wer heute zu uns kommt, das sind schon fast therapiefähige Gespräche, natürlich, wo wir auch die Ausbildung gar nicht verbinden. Wissen Sie, was Judith und mich beschäftigt hat, als wir uns mit dem Film angeschaut haben, war, spielt nicht auch eine Rolle beim Zuschauer, dass dieser Koch, gespielt von Florian David Fitz, so sympathisch ist und so attraktiv ist? Und die Staatsanwältin, grandios gespielt, so wahnsinnig. Jetzt bin ich gespannt, wie der Satz endet. So wahnsinnig hart drüber kommt. Okay. Und distanziert und kalt in Teilen. Und Schirach selbst hat nämlich gesagt, wenn ich da gesessen hätte, hätten die Zuschauer mich verurteilt. Hat er das gesagt? Hm? Ja. Also Schirach hat diese Frage schon öfters bekommen. Ich habe sie natürlich auch schon öfters bekommen. Und er sagt, es ist nicht im Gericht nicht anders als im Leben. Man sagt zwar, man lässt sich nicht beeinflussen, aber natürlich ist das Gericht immer beeinflusst von wer auch immer dort sitzt. Ich glaube am Ende trotzdem, dass das ein paar Prozentpunkte ausmacht. Ich glaube auch, vielleicht die entscheidenden.
Ja, vielleicht, wenn es so knapp wäre. Ich glaube trotzdem, dass es eher eine Gefühlsentscheidung ist, was dieses Zahlenverhältnis angeht. Wenn ich so die Kriegsfilme sehe, wenn ein General an seinem Tisch ist und wenn die dann diese Karte besprechen, wenn dieser General sagt, Linie halten, halten auf alle Fälle. Und wenn das so ein Typ ist wie Jack Nicholson bei einer Frage der Ehre, da geht mir der Hut hoch. Dem würde ich nie freisprechen. Wirklich. Darum gebe ich dir vollkommen recht. Aber so ein smarter Typ. Aber dem müssen du hier, Sie nicht ins Herz gucken, egal wie jemand aussieht? In Ihrer Beurteilung? Der hat auch als Taxifahrer beschissen. Immer. Er meint ja nicht. Er hat eben gesagt. Da sind wir jetzt wieder bei dieser Wissenschaft. Ich bin ja nicht einflussfrei. Bei Julia schon. Er meint eine moralische Legitimation zu haben. Das ist ja evident. Aber auf der anderen Seite ist er Berufsoffizier. Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite, diese ganze Debatte würde anders laufen. Stellen wir uns mal vor, er hätte es nicht abgeschossen. Stellen wir uns vor, es landet nicht auf dem Acker, sondern es landet wirklich dort drin. Und es sterben sehr, sehr viele tausend Leute, was dann die Debatte ist. Also das ist dann das Gegenstück. Ich frage mich die ganze Zeit, Mann, weil wenn ich mir vorstelle, dieser Mann hätte es nicht getan und hätte dann das Ergebnis womöglich erlebt. Also ich merke die ganze Zeit, wir reden ja immer nur über juristische Zusammenhänge, wir reden über gesellschaftliche Zusammenhänge, aber da ist einer, der so eine Entscheidung trifft. Mhm. Was geht in ihm vor? Und ich glaube, in so einem Moment wäre meine Frage, beschäftigt den das wirklich? Oder ist da nicht einer mit sich und seinem Herzen total alleine und muss jetzt vor sich stehen? Genauso wie er vor sich stehen müsste, wenn er es nicht getan hätte. Das ist für mich eine ganz wichtige Frage. Das ist ja... Am Ende ist das ja das Prinzip der griechischen Tragödie. Das ist ja genau das. Egal wie der Held handeln wird, er wird scheitern. Ja? Ja. Also er kann dann nicht stehen. Aber er ist natürlich Richter, er schwingt sich auf, Richter über Leben und Tod zu sein. Also er weiß auch, in seiner Sicht weiß er ja, dass das Leben danach vorbei ist. Er trägt Verantwortung. Was Werner eben gesagt hat, im Dritten Reich kannst du dich auch dahinter verstecken. Ich mache nur Befehle. Ich übe nur Befehle aus. Oder du kannst sagen, nein, ich trage Verantwortung. Ich mache das, was ich für richtig halte, weil ich bin nicht so ein Mitläufer einer Familie, sondern ich mache das Richtige. Für mich, wenn mein Kind in diesem Stadion gewesen wäre, der würde heute von mir noch Rosen kriegen, der Mann, der das so gemacht hätte. Na klar, aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch aushalten. Zumal die ja sterben sowieso. Wie aber Herr Lauterbach, wenn in dem Flugzeug Ihre Familie gewesen wäre, dann hätte ich auch gesagt, das ist hart, aber sie wären sowieso gestorben. Ja. Wenn er gesagt hätte, entweder oder, dann hätte ich gesagt, gut, also da müssen wir noch mal drüber reden. Aber wenn sie sowieso sterben. Ja, die Frage wird ihm gestellt vor Gericht, also nicht ihn, Entschuldigung, also Herrn Koch. Ja, das ist Schachmatt. Das heißt aber nicht, dass er, wenn er das natürlich nicht machen würde, wenn sein Kind da drin sitzt, könnte er das wahrscheinlich nicht abdrücken. Aber das heißt nicht, dass er es nicht für richtig hält. Es wird ein raffinierter Verdachtsmoment eingearbeitet, ob es den Insassen nicht möglich gewesen wäre, in das Cockpit einzudringen und den umzustimmen. Mhm. Nicht, da ist ja noch... Das ist natürlich die Realität. Die Realität ist, wir wissen nicht, was passiert. Eben. Es kann immer irgendwas passieren. Eben. Aber wir spitzen es ja jetzt gerade auf den Fall zu. Wir sind eigentlich sicher, dass es so ist. Es gibt ja auch andere Fälle. Die Staatsanwältin oder der Anwalt nennen andere Fälle, wo es eine Frau schwanger ist mit Zwillingen, mit siamesischen Zwillingen. Beide können nicht überleben. Nein, sie ist nicht schwanger, sie sind auf der Welt. Ja. Und nur ein Kind davon kann überleben, welches... Was soll passieren? Sollen sie beide sterben? Die Mutter ist so oder so erledigt. Es ist erledigt, das ist klar. Das ist eben die Tragödie, die bleibt. Eine Sache ist mir nur aufgefallen, und das ist, glaube ich, ein Unterschied zwischen uns und jetzt zum Beispiel Frankreich, England oder Amerika. Und ich finde es total wichtig, dass wir auch uns ein bisschen auf die Vernunft zurückbeziehen, ja, weil das ein bisschen zu kurz kommt jetzt bei uns. Und dass man vielleicht bei uns auch aushält. Vor Gericht muss man aushalten, wenn ich kann nicht den Mörder meines Kindes umbringen, einfach mit meinen eigenen Händen. Ich muss vielleicht auch ertragen, dass er davonläuft. Aber was bei uns ein bisschen mathematisch und sehr kantsch ist, also sehr, sehr, dass man sagt, dass der Wert des menschlichen Lebens ist unendlich. Deswegen kann man ihn nicht addieren. Deswegen ist der Wert des Lebens von 10 Menschen auch unendlich. Das heißt, du kannst es nicht gegeneinander aufwiegen. Eine philosophische These. Genau. Und in Amerika und in Frankreich gibt es natürlich eher den Anspruch des geringeren Übels. Dass man sagt, beide Situationen sind eine Katastrophe, aber es gibt das geringere Übel. Und das kann ich jetzt emotional natürlich noch besser nachvollziehen. Es gibt noch eine andere Dimension, die würde ich gerne mit in die Diskussion mit reinnehmen, und zwar mit einem weiteren Ausschnitt, wo du dann auch endlich mal zu Wort kommst. Bitte. Ja,
Die Angst, die dahinter steckt, ist die, sobald ein Terrorist einen Unschuldigen als Schutzschild benutzt, kann er nicht mehr angegriffen werden. Was macht dieser Gedanke mit Ihnen, Herr Lauterbach, als Familienvater, auch in der jetzigen Situation, wo wir auch möglicherweise knapp einem Terroranschlag entgangen sind? Als Familienvater meinen Sie in Bezug auf meine Kinder oder was? Ja, in Bezug auf ein Schutzbedürfnis, das man auch seiner Familie gegenüber hat. Also ist das ein Argument, was für Sie zählt, dass man in dem Fall schon abschießen muss, um einfach zu sagen, das ist jetzt meine Präambel, ich muss das jetzt tun, weil wenn ich das zulasse, dass das Gericht sagt, das ist nicht erlaubt, wir dürfen keine Unschuldigen töten, dann mache ich Tür und Tor auf für die Terroristen, die sich einfach nur Unschuldige als Schutzschild nehmen müssen und schon können sie Tausende töten. Wie gesagt, werden nicht schon gestoppt. Ohne dieses Argument, was natürlich ein zwingendes Argument ist, für die Zukunft bin ich schon auf der Seite dieses Mannes. Ja. Aber Schirach hat da ja auch einen Widerhaken eingebaut, deswegen wollten Sie da auch gerade einhaken. Am Ende sagt er, es ist das Gegenteil dessen, wofür ich ausgebildet bin. Gerne. Das ist natürlich der Widerhaken, der drin steckt. Natürlich denkt auch das Militär in militärischen Optionen. Das ist ja auch klar. Ja, natürlich sagen wir den Terroristen, wir werden uns so nicht verteidigen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir viele Schritte gehen, um das zu verhindern. Es ist gar nicht mehr so leicht, mit einem Teppichmesser ein Flugzeug zu kapern, wie man das mal gemacht hat. Momentan haben wir eher das Problem, dass man nicht mehr ins Cockpit reinkommt, wenn das Problem im Cockpit sitzt. Das ist gerade eher unser Problem. Aber gab es nicht auch zum Beispiel in den 70er Jahren bei der RAF, gab es da nicht unter den Politikern die Absprache, dass sie nicht freigekauft werden? Das, Helmut Schmidt hat in einer nächtlichen Spaziergang mit seiner Frau dann besprochen und dann schriftlich verfügt. Sie lassen sich nicht auslösen. Lassen sich nicht austauschen. Das ist dasselbe, wenn der Partner betroffen. Du musst die Konsequenzen. Sie dürfen sich nicht erpressen. Das ist eine andere Sache. Mit Schleyer ist es ja auch so, dass man gesagt hat, man darf sich nicht erpressen lassen. Und Schmidt musste damit leben, dass er quasi indirekt verschuldet hat, dass Schleyer dann getötet wurde. Aber Schleyer wurde von den Terroristen getötet, nicht vom Staat selber. Das ist halt weil sie auf die Forderungen nicht eingegangen sind. Also, darf ich trotzdem, das war schon eine schwere. Darf ich trotzdem noch einen Satz loswerden, weil ich sonst das Gefühl habe, es irgendwie verstößt es gegen mein Gerecht. Ja. Ich hatte das, vielleicht habe ich Sie auch falsch verstanden, dann entschuldige ich mich jetzt schon. Sie hatten, Herr Schneider, gesagt, dass Herr Koch bei Ihnen schon deswegen Malus hat, weil er bei der Bundeswehr ist und da Karriere gemacht hat. Habe ich das richtig verstanden? Nicht der Herr Koch, sondern der Mann, der... Schon klar. Ja. Da muss ich wirklich bekennen, ich bin sehr froh, dass es in Deutschland Gewaltenteilung gibt. Ja. Und solche Sachen eben Soldaten oder in anderen Fällen, bei anderen Fällen Polizisten, überlassen werden und nicht jeder für die eigene Gerechtigkeit sorgen kann. Und deswegen fände ich es ein ganz schlimmer Eindruck, wenn aus dieser Sendung rauskommt, wer Soldat wird, ist potenziell ein Verbrecher. Das sind deutsche Soldaten nicht. Ich habe ganz deutlich gesagt. Verdeutliche es noch ein bisschen. Pazifismus ist etwas vollkommen Unrealistisches. Aber wenn man nun einmal Pazifist ist, dann muss man sich aus dem Urteil, das habe ich eingangs gesagt, heraushalten. Okay, das ist eine andere Argumentation. Und vielleicht, Herr Fee, kurz hin bei der Frage, das war von der ethischen Urteilung. Es wird ja oft ins Spiel gebracht, kann man mit der Bergpredigt Politik machen? Selig die Friedfertig, selig die Gewaltlosen. Nachdem hätte der Lars Koch das nicht tun dürfen, kann ich nicht. Die Bergpredigt kann ich nur für mich selber anwenden. Ich kann sie nie auf dich anwenden. Ich kann nie sagen, du musst friedfertig, du musst gewaltlos sein. Das ist eine Entscheidung, die du für dich selber treffen musst. Darum ist die Gewaltenteilung wahnsinnig wichtig. Ich kann keine Gesetze mit der Bergpredigt machen. Ich kann für mich die Entscheidung treffen, dass ich sage, ja, meine Kinder sind in dem Flugzeug und ich stimme dem zu. Ich für mich, ich kann es machen, aber ich kann es nicht von dir verlangen. Also ich bin sehr gespannt, wie die Zuschauer tatsächlich entscheiden. Wir wollten eigentlich eine kurze Abstimmung machen hier bei unserem Studiopublikum, aber ich glaube, wir machen das nicht. Nein. Wir machen das nicht. Wir lassen darüber jetzt nicht abstimmen. Wir warten den Montag ab, wie die Fernsehzuschauer entscheiden. Da wird dann auch mal eine Nachsorge auch quasi passieren durch Frank Plasberg und nochmal eine öffentlich-rechtliche Nachsorge durch Frank Plasberg. Die Ergebnisse, was glaube ich auch wirklich dringend notwendig ist bei so einem Thema. Deswegen danke schön, dass du das Thema mitgebracht hast. Florian David.